Herzlich willkommen bei der Simple Show mit Dr. Med Heinz Lüscher. Das heutige Thema ist Schlafprobleme und wie man diese natürlich behandeln kann. Deswegen, Heinz, meine erste Frage ganz grundsätzlich. Was haben Mikronährstoffe, Vitalstoffe mit meinem Schlaf zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten natürlich schon. Weil Schlaf ist etwas Natürliches, das nur dann entstehen kann, wenn der ganze Körper auch in Balance ist. Und damit der ganze Körper ausgeglichen in die Nacht hineingeht, muss er natürlich versorgt sein mit grundsätzlich allen Mikronährstoffen, die notwendig sind. Okay, also du sagst, ein funktionierender Körper, logischerweise, der genügend Mikronährstoffe hat, der ist weniger anfällig auf chronische Krankheiten und so weiter und so fort. Und deswegen im zweiten Blick, wenn du chronische Krankheiten hast, zum Beispiel schläfst du grundsätzlich schlechter wegen Schmerzen, also du gehst wie zurück zum Ursprung und sagst, grundsätzliche Gesundheit, gleich guter Schlaf. Ja, neben dieser Gleichung geht so nicht auf, oder? Du kannst dich gesund ernähren, Sport treiben, alles machen und sagen wir, du hast ein Riesenproblem in der Firma, du stehst vor einem Konkurs oder du hast große psychische Belastungen, dann ist der Schlaf gestört, egal wie gut du mikronährstoffversorgt bist. Also die äußeren Faktoren stören den Schlaf mehr als die Mikronährstoffversorgung. Okay. Welche Auswirkung kann dann ein Mangel an Mikronährstoffen dann haben auf den Schlaf? Also um gut zu schlafen, müssen die Stresshormone abgebaut werden. Da brauchst du auch Enzyme und einen gesunden Körper. Und das Schlafhormon Melatonin muss aufgebaut werden. Am Abend nimmt Melatonin zu und das Stresshormon Cortisol muss abnehmen. Bei vielen Menschen passiert das nicht. Das Cortisol bleibt hoch und Melatonin kommt nicht in die Gänge und dann ist unmöglich einzuschlafen. Und damit diese Vorgänge funktionieren, eben, da brauchst du wieder diese Ausgewogenheit. Also wir brauchen Schlafhormone, wir brauchen die anderen Hormone, zum Beispiel wenn zwei Östrogene tief sind bei Frauen, das stört den Schlaf auch, den Wechseljahren. Oder das klassische Beispiel natürlich Magnesiummangel, oder? Dass in der Nacht hast du Muskelkrämpfe, die Waden, die Fußsohlen verkrampfen sich. Das ist so schmerzhaft, du wachst deswegen auf. Du musst aufstehen, du musst gehen. Genau, und solche Dinge kann man verhindern, wenn man gut mikronährstoffversorgt ist. Mhm. Gibt es auch gewisse oder spezifische Mikronährstoffe, die den Schlaf auch fördern? Ja, nicht Einzelstoffe, sondern das sind mehr Gesamtpflanzenextrakte. Also bekannt, die sind Baldrian, oder? Und Hopfen, das sind bekannte und die Leute sagen, Hopfen, ja, das also nützt nicht. Mit Bier. Hopfen. Ja, klar. Mit einem Bier zum Abendessen. Bier ist ein Beruhigungsmittel. Das Blöde ist nur, du musst dann aufstehen auf die Toilette. Aber grundsätzlich hat Bier beruhigende Wirkung. Das ist der Hopfen. Also es ist nicht ein Stoff aus dem Hopfen. Da könnte ich dir nicht sagen, welcher. Es ist der Hopfen als Ganzes. Also wir haben eben Baldrian, Hopfen, wir haben Lavendel, wir haben Melissen. Das sind alles Pflanzen, die eine beruhigende Wirkung haben. Die besten, aus meiner Sicht, die Schlafqualität verbessernde Pflanze ist Ashwagandha, ist die sogenannte indische Schlafbeere. Die wirkt wirklich sehr gut. Gibt es dazu auch Studien, die das belegen? Ja, absolut, klar. Natürlich nicht in der reinen Schulmedizin schaut man so etwas nicht an, aber über Ashwagandha gibt es Studien. Also ich mache nichts in meiner Praxis, das nicht mit Studien belegt ist. Okay, Ashwagandha, weitere? Für mich das absolut Beste in der Natur ist Cannabis. Also der Wirkstoff CBD, Cannabidiol, da hast du eine also wirklich gute schlaffördernde Wirkung. Es hat noch viele andere Wirkungen. Zum Beispiel, wenn Schmerzen der Grund sind für Schlafstörungen, dann hast du beides. Also CBD ist ein Schmerzmittel und gleichzeitig ein gutes Schlafmittel. Also die meisten Menschen nehmen dann oder kaufen sich so ein Produkt, nehmen zwei, drei Tropfen und sagen mir, es hat nicht genützt.
Und bei CBD muss man sich herantasten an die wirksame Dosis. Es kann nichts passieren, das ist mir immer so wichtig zu betonen. Die Leute fürchten sich, ja, das ist doch eine Droge. Cannabidiol ist keine Droge, das ist ein wunderbares pflanzliche Substanz mit medizinischen Wirkungen. Wie, und wie schaut die Dosierung bei Ashwagandha aus? Ashwagandha ist, muss man etwas aufpassen, also das kann man auch nicht einfach steigern. Ich würde sagen so 200-300 Milligramm. Aber die Produkte sind ja auch so hergestellt, dass die richtige Menge drin ist. Also dann über Dosierungen muss man sich im Grunde genommen nicht groß Gedanken machen. Okay. Die sind alle sehr vorsichtig und man kann eigentlich in den meisten Fällen mehr nehmen, als auf der Packung steht, weil die, eben die Beschreibungen immer auf der vorsichtigen Seite sind. Und jetzt wirklich, ja. Weißt du, Hand aufs Herz. Ich meine, du hast ja Patienten in der Praxis, die kommen ja auch mit Schlafproblemen und so. Klassisch sind ja einfach die Schlafmittel. Die werden ganz, ganz oft verschrieben. Echt jetzt, wirkt das? Hast du Erfolg bei deinen Patienten? Also mit schlafen die dann? Nein, eben nicht. Also das ist ja der Klassiker. Aber wenn du die Leute behandelst, schlafen die dann wirklich besser? Ja, aber nicht so gut wie mit einem Schlafmittel. Das muss ich immer wieder betonen. Die natürlichen Mittel sind nicht gleich stark wirksam wie ein Schlafmedikament. Ja. Wieso gibst du dann einfach nicht das Schlafmedikament? Das weiß man auch in der Schulmedizin, dass die Schlafmittel sehr schnell abhängig machen. Deswegen hat man jetzt eigentlich gewechselt auf Antidepressiva. Ja. Mit der Begründung, das macht nicht abhängig, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Vielleicht ein bisschen weniger, aber es macht genauso abhängig, weil Antidepressiva abzusetzen ist auch sehr schwierig. Gibt es mit Ashwagandha, CBD, Hopfen, gibt es da eine Wechselwirkung, wenn ich bestehend schon andere Schlafmittel im Einsatz habe? Nein, das ist kein Problem. Also wenn du schon ein Schlafmittel nimmst und jetzt noch CBD oder Ashwagandha dazu, das ist gar kein Problem. Okay. Kann man kombinieren, aber das macht nicht so viel Sinn, weil eben die Wirksamkeit ist doch unterschiedlich und also es gibt nicht eine verstärkte Wirkung. Verstehst du, wenn Schlafmittel nicht helfen, dann hilft es nicht, wenn du noch Ashwagandha dazu nimmst. Und was tust du, wenn jemand schon seit 5 Jahren Schlafmittel nimmt und immer noch nicht gut schläft? Was machst du dann? Ich meine, jetzt müssen wir vielleicht auch ein bisschen weiter anschauen, ganzheitlicher anschauen. Wie gehst du da vor? Ja, da kannst du nichts verändern, oder? Wenn jemand nur schläft mit Medikamenten, dann muss ich schauen, seine ganze Lebenssituation. Der häufigste Grund für Schlaflosigkeit ist Stress. Ja? Man nimmt die Probleme des Alltags in die Nacht hinein und erwacht, oh, ich muss morgen früh an der Sitzung, das und das darf ich nicht vergessen. Das stört den Schlaf unglaublich. Dort ist dann wirklich das Gespräch und das Anschauen der gesamten Situation bis hin zu was hast du für ein Bett, oder? Hast du dir das richtige Material, bist du zu heiß oder zu kalt oder hast du Lärm neben dem Fenster und so weiter. Das sind so viele andere Faktoren, die dann auch zur Sprache kommen. Aber ja, dort ist dann eben die Mikronährstofflösung nicht mehr das Primäre. Gut, ich denke, das haben wir mal da angeschaut. Schlafprobleme natürlich behandeln. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.